Ganz peinlicher Fehler ist das. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Teil 4 schon. Wir bauen heute eine Deichselbox für mehr Stauraum und sicheren Stauraum, vor allem vorne auf den Anhänger. Das ist jetzt ein Modell, das heißt D120. Das sind ungefähr 118 Liter Füllvolumen. Ich verlinke es euch natürlich unter dem Video. Relativ praktisch. Und wir haben hier ein Montageset gleich dazu bestellt, das uns ermöglicht, hier das an die Deichsel vorne mit dran zu montieren, ohne in die Deichsel zu bohren, denn da habt ihr später dann ein TÜV-Problem. So, und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Und bevor wir jetzt das Ganze montieren, wir haben hier unseren U-Bügel, der so an die Deichsel hier befestigt wird, je zweimal. Und jetzt kann man, zumindest bei diesem Modell hier an dem Anhänger, kann man sich entscheiden, ob man das Ganze jetzt hier über beide drüber macht und dann hier die Box drauf steckt. Dann kann es aber sein, dass wenn sich das Ganze doch mal lockert, dass sich das Ganze dann nach vorne verschiebt, und das wollen wir nicht. Oder in dem Fall haben wir jetzt hier nochmal dieses Mittelstück, dass man das Ganze hier montiert, und dann ist das hier durch den Holm begrenzt und es kann nicht weiter. Und das, glaube ich, so montieren wir das Ganze. Genau, und jetzt messen wir das aus, wo der Mittelpunkt für die Box ist, markieren uns das und dann markieren wir uns noch die Positionen von den Bügeln. Wir heben jetzt mal die Box drauf, mitteln die aus und dann zeige ich euch was. So, das ist jetzt ungefähr mal die Mitte, aber bevor wir das Ganze hier überhaupt festmachen, sollten wir auch mal den Deckel aufmachen. Der geht nämlich automatisch auf. Und hier ist es ganz wichtig, dass hier dann genug Spaltmaß ist, dass der Deckel nicht gegen die Bordwand am Schluss anstößt. Das heißt, das Ganze nicht so nah an die Bordwand montieren. So, und ich finde, das passt jetzt sehr gut. Und jetzt können wir anfangen, das Ganze auszumitteln. So, wir haben jetzt das Ganze ausgemessen, jeweils den gleichen Abstand zur Bordwand und einmal den Abstand zur Außenkante der Bordwand. Und wie wir jetzt das Ganze montieren, das ist relativ einfach. Dazu nehmen wir uns einfach einen Stift und mal eine Linie unten am Boden der Box an dem Holm entlang, an dem wir es montieren wollen, und messen uns dann den Abstand von dem U-Bügel. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber wir machen es einfach mal. So, einmal. Und den zweiten Holm noch, da gehe ich auf die andere Seite. Und nun drehen wir die Kiste um und dann messen wir die Mitte der Kiste aus, weil da möchte ich dann später die U-Bügel montieren. Und wie wir jetzt hier sehen können, haben wir hier jetzt unsere Linien. Das sind die Holme, die laufen jetzt jeweils so und einmal so. Und da möchten wir jetzt diese U-Bügel drüber montieren. Das sieht dann so aus. Einmal hier und einmal hier. Und das messen wir jetzt aus. So, einmal den Mittelpunkt markieren. Jetzt haben wir genau den Mittelpunkt der Kiste. Und jetzt können wir den Bügel so ansetzen und messen uns für die Bügel jeweils die zwei Löcher aus, bohren sie einmal durch und dann sehen wir uns gleich. Ich habe jetzt einen 6er Bohrer wieder genommen, damit bohren wir es jetzt erstmal an. Dann bohren wir es auf und entgraden es dann mit einem Kegelsenker, außerdem wieder unser Bohren schneiden will. Wir haben jetzt alle vier Löcher angebohrt oder durchgebohrt, und das Ganze bohren wir jetzt mit einem 10er Bohrer auf, und dann sollte das auch schon durchgehen, hoffentlich. Jetzt entgraten wir das Ganze nochmal mit dem Kegelbohrer. Einfach nur grob.
passt auf Anhieb. Perfekt. So, wir haben jetzt die Box umgedreht, um sie fest zu montieren und innen die Löcher, die sind natürlich auch vom Bohren etwas ausgefranst. Die senken wir jetzt auch nochmal ein bisschen an, entgraten die ganzen Rundungen und dann montieren wir die Kiste schon. So einfach kann es sein. Wir hatten jetzt ein ganz peinlicher Fehler ist das. Wir hatten die Löcher jetzt genau in die Mitte gebohrt. Zum Befestigen der Box ist es auch alles in Ordnung. Das Problem ist nur, sie stören dann in der Box und das ist überhaupt nicht gut. Jetzt wollen wir es nach hinten an den Rand versetzen, sodass die aus dem Weg sind, innen drin. Und das machen wir jetzt nochmal und die Löcher müssen wir halt entweder verschließen oder wir lassen sie als Ablauf offen. Okay. So, wie wir sehen, wir haben jetzt das Ganze hier nach innen verschoben und zwar an die Rückwand. So, wir haben jetzt die Kiste montiert, wir haben die Bügel noch etwas gekürzt, damit sie nicht so weit raussteht. Das Ganze ist bombenfest, wir können den kompletten Hänger damit verschieben. Die Montage war relativ einfach, bis auf den Fehler mit dem Bohren. Da habe ich natürlich nicht mitgedacht, ich bin auch nur ein Mensch. Und ansonsten, wenn euch das Projekt gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst gerne einen Kommentar da, aktiviert die Glocke und wenn ihr uns auf Instagram noch nicht besucht habt, gerne auch auf Instagram. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Projekt, wo wir den Deckel montieren. Das wird nochmal richtig viel Arbeit. Vor allem auch muss man da einiges beachten mit den ganzen Scharnieren, Gasdruckdämpfern etc. Das soll ja später unser Dachzelt halten können und auch aufgeklappt werden können. Das heißt, das wird ein spannendes Projekt, bleibt auf jeden Fall dran. Falls ihr diese Videoserie noch nicht kennt, fangt am besten von ganz Anfang an. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, auf jeden Fall. Danke, tschüss.